was in dieser Folge geschehen wird. Ich muss sie versuchen runterzubouncen. Ja! Ja! Hab ich geschafft! Böser Laser. Ich sag euch, dieses Item. Guckt euch das mal an, wie geil. Guckt euch mal... Ey, Digga! Ja, meine Leute, herzlich willkommen heute zu einer weiteren leckeren Folge. Die Frisur immer am Arsch. Naja, heute Road to Champion. Und zwar geht die Arena-Season, sage ich mal, noch bis zum 22. Wir haben noch 11 Tage Zeit. Wir werden Champion auf jeden Fall erreichen, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Heute Road to Champ. Let's go. Sogar 2 Runden. Let's go. So, Freunde, wir machen einen ganz entspannten Stepper nach Pleasant zu dem Party. Okay, da sind leider keine UFOs. Hätte ich nutzen können für Mobility vielleicht. Wir spielen aber Arena. 6er Division, das heißt, die Gegner... Sie werden sweaten. Es wird auf jeden Fall nicht zu einfach sein. Nicht sein Ernst, Alter. Boah, das war richtig knapp, Digga. Das war richtig knapp, sage ich euch. Medkit nehmen wir auch mit. Und die Chest da oben nehmen wir auch mit. Man muss jetzt aufpassen, Freunde, weil mittlerweile sind da Sniper wieder drin. Das heißt, man kann ganz schnell, ganz ratzfatz auch mal weggesniped werden. Das heißt, Vorsicht ist auf jeden Fall hier geboten. Okay. Komisch. Ist ein bisschen ruhig hier, ne? Für Pleasant Park. Boah, knappe Nummer. Ich war ein bisschen verwirrt gerade mit den Waffen, weil das irgendwie nicht meine Sortierung gerade ist. Okay, ein bisschen ruhige Runde, muss ich zugeben. Schockt mich null, aber egal. Liegt da noch irgendwo eine Shotgun? Ja, da, oder? Wichtig. Aua! Was ein Winkel, Alter. Guck mal, das meine ich, Digga. Die Gegner sind teilweise echt gut. Woo! Digga, der hat um Mutters Ehre gesweatet. Oh, nee, das sind wir nicht. Wir nehmen als Medkit. Digga, der hat um Mutters Ehre gesweatet. War auf jeden Fall ein sehr entspannter Start jetzt. 3 Kills haben wir. Und ich denke, mehr sind hier auch gar nicht. Digga, er trifft einfach mal alles, der Typ. Der Typ regt mich schon ein bisschen auf, muss ich zugeben. Ich hab Todesparanoia vor dem Deagle-Typen. Digga, komplett die falsche Waffe in der Hand gehabt, der Mann. Boah, der Bloom war ja richtig Hölle, Alter. Guck mal, oh, Digga, bei Halo, Mann, hätte ich alles getroffen. Bei Call of Duty, alles hätte ich gelasert. Hier ist einfach Bloom, Digga. Komm her, Digga, ohne Witz. Komm her in den Nahkampf, Mann. Ohne Witz, keinen Bock auf diesen Kindergarten. Gar keinen Bock, sag ich dir ehrlich. Wo ist der andere? Da vorne sind die. Ah, okay. Ich check. Ja, willkommen. Er holt sich Highground. Okay.
Okay, der Typ ist so nervig gerade. Seine Spielweise ist auch einfach nicht gut, Digga. Er spielt einfach so richtig eklig. Ja, komm, mach bitte. Bitte mach, Digga. Ihr trifft sowieso nicht. So, gib mir deine goldene Sniper. Das Setup wird immer goldener. Ah, da bist du doch, Digga. Da bist du doch. Oha, da haben wir dich doch gefunden. Ich bereue irgendwie diese Impulskacke da. Bruder, ich bin der Meister des Winkels. Boah, nur überlegen, Leute. Ich bin leider nicht ein Fan von dieser Waffe, auch wenn ich gerne alle so alles in Gold hätte, so. Aus Prinzip, aber. Wie gesagt, ich bin gar kein Fan von dieser Waffe. Und ich glaube, einer hat vom Berg geschossen, kann das sein? Ich habe irgendwie Angst, dass sich jemand versteckt, man. Ohne Witz, ich habe so leichte Vibes, Digga. Oh, da vorne ist ein UFO unterwegs. Late Game, ein UFO noch. Oh! Das habe ich gar nicht gesehen, Digga. Okay. Mal sehen, ob ich eine hitte. Komm schon. Digga, UFO ist so behindert, ne? Ah, ist schwierig, jemanden zu erwischen, muss ich zugeben. Er hat aber nicht mehr so viel Leben. Aber es ist sehr schwierig, jemanden zu erwischen. Aber wenn man oben ist, jetzt sagen wir so, man hat es einfacher. Man muss einen gewissen Abstand haben. Oh, da hat jemand auch nochmal ein Ding in Trapo gehabt. Boah, schwierig, Freunde. Oh, was ging da ab, Digga? Was geht denn da ab? Komm, vielleicht ist er mit mir mit, auf lustig. Oh, der ist auch am abhauen. Digga, ich sag's euch. Alle hier mit Trampo am Spielen, ne? Alle mit Trampo am Spielen. Geil. 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 Oh mein Gott, ist das geil. Ja, Mann. Beide pressern auf ihn rauf. Das ist das UFO-Duo, Digga. Das UFO-Duo. Kleiner Idiot, geh auf ihn rauf, Mann. Digga, du bist so lost, ne? Du bist so. Ich sag, du bist so lost, du bist so lost. Ja! Er ist wirklich drauf reingefallen. Oh mein Gott, Digga, wie kann man so schlecht sein? Er hat einfach sich zum Wehr gesetzt. Oh man, Alter, UFO ist ja wirklich nervig. UFO ist ja wirklich nervig. Warte, wait. Kann ich den erwischen? Ich muss ihn versuchen runterzubouncen. Komm schon. Ja! Ja! Hab ich geschafft! Ja! Plan erfolgreich! Einfach erfolgreich. Scheiße, ich kann gar nichts mehr. Woo! Apo ID! Er wird kommen. Oh mein Gott, das war viel zu einfach gerade. Eins gegen eins. Okay. Man muss auch mal 10 Jahre pressuren. Schätze, eine Cone, Alter. Oh, scheiße, ich habe meinen Jump verkackt, Alter. Was ging ab, Alter? Woo! Apo ID.
Ja, trink deine ganze Scheiße, ganz ehrlich, Alter, ohne Witz. Der dreckige Digga, was für ein ekliger Typ, versteckt er sich auch im Gebüsch? Da hast du deinen wahren Charakter gezeigt, Mann. Okay, Baba Punkte gemacht, geile Runde auf jeden Fall. Ey, geile Runde, ich bin ehrlich, mega geil und haben... Digga, wir haben voll viele Punkte gemacht, ne? Auf entspannt. Division 6, auf süß, Digga. War geil, wie ich meinte so. Gegner sind nicht schlecht, aber sind auch jetzt nicht so, dass man jetzt so um Mutters Ehre Angst haben muss. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Runde machen soll. Wir machen noch eine Runde, let's go. So. Freunde. Wir machen jetzt erstmal einen Stepper nach Lazy. Zu dem Lakey, okay? Ich bin ehrlich, ich habe davor eine Runde gemacht. Leider bei, keine Ahnung, 3-4 Kills gestorben. Da hat einer richtig dreckig gespielt. Und dieses Item ist mir sehr positiv aufgefallen, muss ich zugeben, Leute. Du dreckiger Typ, Alter. Boah, Digga. Böser Laser. Ich sag euch, dieses Item, ich werde es jetzt einfach aus Prinzip mitnehmen. Ich fand's mega cool. Orbitalsatellit. Mit unendlichem Moon. Mega geil, also wirklich mega geiles Teil. Habe ich mega gefeiert, bin ich ehrlich. Soll ich jetzt hier, wenn ich sage, ist ein Gegner, bam, direkt markiert. Geile Nummer. Guckt euch das mal an, wie geil. Guckt euch mal, ey Digga, sei mal ehrlich, wie geil ist das? Ja, guckt euch das mal an, da hat sich jemand ein Medkit genommen. Ein Experte im Abhauen, Alter. Meine Hasssorte. Ich habe leider keine Farm. Ja, wie geil ist das Teil überhaupt, Mann? Du weißt halt immer, wo die Gegner sich verstecken. Und die Gegner verstecken sich halt wirklich sehr oft. Nee, Digga, ganz bestimmt nicht. So. Direkt in seine Fresse rein. Aber so direkt First Shot, Alter. Ah, schwierig, Digga. Schwierig. Tank ist aber gut. Tank ist gut, Digga. Ich hätte gerne so ein paar Kills gemacht. Ein bisschen Gegner mehr auseinandergenommen. Aber ganz ehrlich, Digga. Die sind wieder so defensiv, dass es auch wieder gar keinen Spaß mehr bringt. Wir sollten auch am besten direkt weitergehen, weil wir könnten jetzt hier chillen. Wir könnten noch ein bisschen Welle machen. Das wird aber unser Zone-Problem gleich nicht verändern. Wir müssen rein in die Zone. Was glänzt hier in der Mitte? Das kenne ich gar nicht. Unlootet hier auch irgendwie. Naja, der Range Rover sagt, wir wollen weiter. Geiler Range Rover, feier ich, Digga. Der fährt sich auf jeden Fall sehr gut, Freunde. Korrekt. Oh man, Alter, warum so aggressiv unterwegs wieder? Hebel-Shotgun, okay. Oh, ich habe leider mein Orbi liegen lassen, Digga. Das war ungerne. Sehr ungerne tue ich das gerade, wirklich. Da ist ein Fight. Ich musste eigentlich prinzipiell in die Zone rein, aber ich will fighten. Ich will Kills machen. Ich werde einfach weiter in die Zone reingehen und... Ah, ich komm, weißt du was, Digga? Wir klären das gleich, Digga. Wir klären das schon gleich. Ich geh erstmal in die Zone rein, Digga, und ich werde euch von da holen. Ich werde euch so hart von da holen, ist mir scheißegal. Okay. Erstmal in die Zone, die Mahoney. Die macht richtig Stress. Wirklich, die macht unnormal Stress gerade diese Runde. Das ist schon richtig nervig. So. Das ist meiner. Ich weiß gar nicht, warum du so besessen auf ihm bist. Aber der hat, ich glaube, mit denen habe ich schon ein persönliches Problem.
Korrekter Typ, Digga. Korrekter Typ. Geiler Typ, hat nichts getroffen. Okay. Late Game, eigentlich schon ein gutes Item, muss ich zugeben. Ja, ist ein Top-Item. Sollte man mitnehmen. Sollte man mitnehmen, Digga. Es ist auf jeden Fall das Top-Top-Item, so. Für Late Game gerade, wie gesagt. 4000 Punkte haben wir, Ehre. Sniper hätte ich jetzt gerne gehabt an sich. Ah, die Zone, Alter. Oh, Gott. Da war ja noch was. Okay, dann gehen wir rein in die Zone. Wir haben endlich mal Top-Waffen. Wir haben Top-Loot jetzt mittlerweile. Da ist ein kaputter Lambo, den können wir leider nicht usen. Wir haben 3 Gegner. Leider nicht so viele Kills in dieser Runde gemacht. War aber auch so ein bisschen schwierig von der Runde her, viele Kills zu machen. Holy Schissel, Alter. Oh man, das hat wehgetan, Bruder. Das hat wehgetan. So. Wo ist der hin? Der andere kommt gerade. Wie kann er auch die Waffe haben? Ich dachte, die gibt's nur einmal. Aha. Was ist das für ein Battle? Du hast mir den Kill geklaut. Denkst du, du hast eine Chance gegen den Allerechten? Mit deiner ekligen Spielweise? Niemals! Ich bin der Beste, Mann! Der Beste! So, Freunde, 2 easy wins gemacht. Nächste Division haben wir auch erreicht. Division 7, okay? Wir werden bis zum 22. Road Champ easy voll machen. Das machen wir easy peasy, Leute. Easy peasy. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 4.100. Korrekt, Digga. Sehr korrekt. 2.000 Punkte fehlen uns noch für Champion. Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde, für mehr Road to Champion. Haut rein, bis zum nächsten Mal, der Allerechte.